Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen sollen, aber wir brauchen einen Velociraptor und einen Ankylosaurus und ein... Na, ja. Und sowas eben. Doch wir haben uns jetzt erstmal daran gesetzt, dass wir Parasaurolophus bekommen, die wir erfolgreich zusammen existieren lassen können. Und ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das Raptorengehege halbieren. Ist mal so zusehen, dass wir jetzt hier die Zäune haben. So. Ich hoffe, die Raptoren sind jetzt alle an der Innenseite. Nicht, dass hier einer allein ist. Shit. Inwini ist allein. Kein Problem. Manu. Manu, Manu, Manu. Gerade sie darf nicht allein sein. Das ist es ja. So, hier werden wir mal einen neuen Ankylo erschaffen. Da ist er. So, jetzt kommt da hin. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Nein! Eulen, so werde ich nie fertig. So werde ich nie fertig. Ohne Scheiß. Es ist mal wieder Anfang eines neuen Parts. Und es kommt mal wieder das, was kommen muss. Scheißsturm. Ausgerechnet ein Gebäude-Upgrade. Schon wieder das Spiel war nicht echt. Nicht zu sehen, nicht zu sehen, nicht zu sehen. Die Raptoren machen bisher auch nichts. Und wieder.
Nein! Nein! Mann! Warum machen die das? Warum ist die Reparatur jetzt nicht möglich? Oh, das geht mir auf Keks. Geht da wieder rein. Mann, es muss nicht andauernd sein, dass ihr abhaut. Nach jedem Sturm, wie kriegen das die anderen Nummer hin? Das geht gar nicht. Der andere Raptor ist ja hier drin. Der ist draußen. Das ist ja in der Hand. Der ist im Wald. Nee. Wo ist denn der? Wo ist denn mein Raptor Nummer 3? Ich finde ihn nicht. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Toll, wie mache ich das jetzt? Ich kann die Quest nicht erfüllen. Das geht nicht. Hier so reinbauen kann ich das auch nicht. Hier gibt es keine Verbindungen. Das dahin zu bauen. Also so, als wäre falsch rum. Ah, verdammt. Werde ich eins tun müssen. Wenn eines der Tiere stirbt, dann ist es. Ist es vorbei. Erst dadurch bekomme ich Steppe. Wissen Sie, warum schlechte Shows schließen müssen? Aus demselben Grund wie gute. Das Publikum ist weg. Wir müssen Gäste in unsere Parks holen. Vielleicht reden wir deshalb von Einkommen.
Sie sind dabei? Cool, cool. Okay, beginnen wir von vorne. Neue Dinos, ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Sie kennen den Ablauf. Hey, hört alle her, wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry, ihr überlebt's vielleicht nicht. Ja, kommt ein Dilophosaurus. Gut, jetzt haben wir wenigstens gerafft, dass wir diese Quest noch nicht angenommen haben. Guck mal, da ist irgendwas Zauniges am Baum. Da ist ein Baum. Guck da, ein Baum. Oh, ich mache ein Foto von dem Baum. Ja, wir wollen alle Fotos von den Bäumen machen. Bäume sind so toll, seht euch das mal an. Was ist da? Ach, egal. Ist nur ein Baum. So, nachdem wir den Dilophosaurus nämlich rausgeholt haben, müssen wir den nämlich sofort... Müssen wir den nämlich sofort da rausholen. Aus diesem Gehege. Wie sieht's aus? Wie schon gesagt, sozial können die noch was machen. Styrakus. So, da kommt erstmal der erste Raptor. Komischerweise habe ich keine zwei mehr. Keine drei, meinte ich. So, die Quest scheitert also, wenn einer dieser Tiere umkommt, richtig? Na, beim Ankylosaurus dürfte das ja nicht mehr passieren. Ich meine, der Ceratosaurus hat ihn umgelegt, aber trotzdem. Ein Ankylosaurus fühlt sich auch hier sehr wohl. So, Bestand ist toll. Sozial sind sie auch als Einzelgänger haltbar. So, Dildo. Wo ist der Dildo? Hier ist der Dildo. Das ist sicher bald fertig. Ja, dauert nicht mehr lang. Dann haben wir endlich einen fertigen Dildo. Sind das eigentlich auch Rudeltiere? Ich glaube mehr weniger. Aber das werden wir sicher bald erfahren. Am besten wäre es natürlich, wenn die Raptoren dann den Zaun aufmachen würden. Dann würden die gegen die Dilophosaurus kämpfen und dann abgelenkt sein. Zumindest einer von ihnen, dann könnte ich zwei hier abschießen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, bim. So, da kommt er. Gleich mal T. THCU-Helikopter, Aufgabe hinzufügen. Noch bevor ihr noch was Schlimmes passiert. Wie zum Beispiel der Tritt auf ihn, der wird auf ihn drauf getreten. Ihnen geben, was Sie wollen. Los, vorwärts. Falls irgendetwas auf der Strecke. Warum ist das jetzt defekt? Persönlich an. In meinem Job braucht man eine gute Portion Optimismus. Oh, geht nur kaputt, das Scheißzeug. Verdammt. Ich will nicht das Fahrzeug fahren. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Jetzt gilt's. Okay. Wir aktivieren das Notfallprotokoll und sorgen für die Sicherheit der Gäste. Verstanden? Was ist das deren Ernst? Die haben sich selbst kaputt gemacht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Sabotage? Offenbar. Fällt Ihnen jemand ein? Wir haben zwar Freunde, aber auch... Oh, lass mich doch mal vorn. Sie müssen sich darum kümmern.
Allerdings. Ich schau mal, was ich finde. Lambert Ende. Schon wieder Sabotage. Das ist doch kacke. Das ist Sabotage. Gönn mir mal ein Popo lecken. Freue mich jetzt, ja, jetzt, wo ich ausgerechnet diese Endquest machen will, kommt alles auf einmal schon wieder. Hasse ich. Ich hasse es einfach. Mann. Geht mal weg. Wand! Muss ich immer drumherum fahren? Na, Baum. Ich hasse das. Hier ist noch was. Nein. Boah, das wird geil. Sabotage beseitigt. Das System wurde neu gestartet und Kraftwerke funktionieren wieder. Super. So, jetzt haben wir es neu gestartet. Wo ist der Dilophosaurus? Hier ist er. Direkt vor Ort eingegangen. So, und dann schleppe ich den jetzt mal dahin. Wo sind die Raptoren? In welcher Seite sind die? Hier sind die. Gehe ich hier hin? Baue hier noch ein Tor hin. Hoppala. Dann baue ich hier noch so ein Fleischfresser-Dingsbums hin. Ha! Jetzt haben sie es. Jetzt haben sie den Dilophosaurus. Produkt wurde eingesammelt. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Beginnen Sie mit dem Bau. Ich will jetzt keinen Kleiderladen. So, warten wir mal auf den Dilophosaurus und schauen wir mal nach. Stellen Sie sicher, dass die Dinosaurier in sich im Gehege untergebracht sind. Aufgefüllt werden. Raptoren. Ich sehe es schon. Unterwegs um Futterstation. Fleisch und Fleisch. Fleisch. Aufgabe hinzu. Fleisch. Verstanden. Eins kann ich noch. Lege weitere Aufgabe fest.
So, wie es aussieht, haben sich die Parasaurolophus eine eigene Gemeinde gegründet, mit dem sie zusammenleben können. Das ist doch schön. So, der Dilophosaurus, der ist dann jetzt auch soweit, hoffe ich. Mann, Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Läuft. Ja, läuft. Läuft alles so, wie es laufen soll, ja. Dinosauriermedizinisch behandeln, sabotiertes Gegenstand. Oder Gebäude neu starten, Futterstation auffüllen. Dinosauriermedizinisch behandeln, das können die alles. So. Dann ist jetzt zumindest hier der Dilophosaurus hier in diesem Gehege untergebracht. Jetzt dürfte es theoretisch anfangen zu zählen. Ja! So, jetzt einfach mal gucken, was der Dilophosaurus noch braucht. Der kann ruhig nur noch ein bisschen sozial werden. Wir machen einfach mal noch was. Noch so einen. Flup. Mich so ein. Wir können auch gleich noch einen machen. Und zwar genau modifizieren. Sag mal, muss doch gehen. Einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Dinosaurier ausbrüten. Ausbrüten. Fertig. So, drei. Wir brauchen sicher auch nur drei, so wie Raptoren nehmen. Können wir einfach mal nachsehen. So lange machen wir die Quest jetzt fertig. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Na gut, die Geborgenheit sinkt jetzt ein kleines bisschen. Ich hoffe, du kannst noch warten. Ja, ich gebe dir so lange ein Spiel, Freund. Ich nenne sie Ziege. So, noch 1:54. Das schaffen wir doch locker, wenn es kein Sturm kommt, richtig? Also der Dilophosaurus hat auf jeden Fall schon mal eine Ziege zum Abreagieren gefunden. Und es wird noch ein kleines bisschen dauern, dann kommen noch die anderen hier an. Was machen die Raptoren? Ich glaube, die schauen ihren Nachbarn zu. So. Deswegen fehlt mir also noch die Quest. Jetzt weiß ich alles. Keine Sorge, das Soziale kommt noch bei dir. Ich habe nämlich zwei Dilophosaurus bestellt. Die werden dir gefallen als Freunde. Der eine hat sogar vielleicht sogar ein anderes Muster. Aber so lange kannst du sicher noch ausharren, oder? Der läuft da einfach so am Wasser dran rum. So, wer muss denn jetzt noch aufgefüllt werden? Er. Ranger Team füllt auf. Bodenfutterstation und so weiter. Das ist sicher noch irgendjemand anderes da hinten, ja. Einverstanden. Kein Problem. Wusste ich doch. Die anderen wurden schon alle aufgefüllt. Und mein anderer Dilophosaurus ist fertig. Nein, ich hab's geschafft. Wenn wir
wie Sie sich vorstellen können, haben wir viele Feinde. Leute, Firmen, Organisationen. Sie schrecken vor nichts zurück, um an unser Wissen und unsere Technologie zu kommen. Wissen Sie, nicht jeder mag mich. Manche sagen, ich wäre kalt und humorlos. Aber die wissen nicht, was ich weiß. Was Dr. Wu weiß, interessiert mich nicht. Aber was er mit diesem Wissen vorhat, das bereitet mir Sorgen. Nicht, dass ihr hier noch plötzlich daran arbeitet. Wie sieht denn der jetzt aus? Das ist das Savannenmuster. Nein, du kannst ihn nicht töten. Nein! Nein! Och nö! So ein kleines Vieh, ey. Scheiß Vieh, ey. Da kommen noch zwei modifizierte Dinger dazu. Wie Savanne geht? Stimmt. Das habe ich dem ja auch gut geschrieben. So, ich habe es endlich geschafft. Ich hoffe, sie sind jetzt auch beide betäubt. So wie es aussieht, ja. So. Transportieren. Wie schön, wie schön. Wir haben diese Quest geschafft. Produkt unterwegs. Wir haben zwei Parasaurolophus als Verlustgeschäft. Als Verlust zu beurteilen, aber. Ich weiß nicht, ob es überhaupt tot ist. Das ist einer. Wir versuchen, hier Vertrauen aufzubauen. Durstige Dinos sind kontraproduktiv. Wer zum Teufel ist ja durstig? Der ist auch noch tot. Ich wusste es. Ich glaube, ich bringe sie schon bereits weg. Hier. Einstein und Pythagoras. Sie beherrschen alle hier den Himmel. So, da wird jetzt der Kleine hier weggetragen. Umgekommen durch einen Dilophosaurus. Hätte nicht gedacht, dass die so ein großes Risiko für die Pflanzenfresser darstellen. So ist es wohl. Produkt wird transportiert. Dafür haben wir zwei neue Tigermuster und die haben da eh beide Tiger gekriegt. Okay. Abgeschlossen.
Produkt transportiert. Sehr schön. Lauf! Die wollen miteinander reden oder wie? Dieser Auftrag könnte unseren Profit ordentlich steigern. Wenn sie das vermasseln, muss ich aufräumen. Wie wäre es also, wenn wir schön auf unsere Gäste aufpassen? Das machen wir jetzt noch. Und dann beenden wir den Part. Hoffen wir nur, dass da in der Zwischenzeit kein Sturm auftaucht. Der Kopf. Der Kopf. Wüpp, wüpp. Das sah komisch aus. Oh du Scheiß. Schöne Wetter. Wie so eine Ente. Das sind total verspielte Tiere, ohne Scheiß. Wir müssten aber auch nochmal auf Isla Matanzeros in den nächsten Part. Denn dort gibt es nämlich auch noch was für uns zu tun. Was haben wir hier eigentlich noch zu tun? Isla Muerta ist damit komplett abgeschlossen. Das ist auch komplett abgeschlossen. Wir haben dann nichts mehr zum Freischalten, glaube ich sogar. Sagt es nicht. Sagt es auch nicht. Hat's abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Die Wissenschaft ist nur sehr leicht zu sabotieren. Ray Arnold, Mr. Dean. Ah, wen haben wir Neues? Lex Murphy. Lex Murphy war John Hammonds Enkeltochter und die älteste Schwester von Tim. Die Geschwister wurden von ihrem Großvater in den Park eingeladen, der sich darauf freute, ihnen die Wunder des Jurassic Parks zeigen zu können. Lex teilte zwar Tims Begeisterung für Dinosaurier nicht wirklich, zeigte sie sich jedoch ebenfalls enthusiastisch darüber, ihren Großvater und das von ihnen erschaffene Wunder sehen zu können. Durch den Angriff des Tyrannosaurus gerät sie in Panik und war von den darauffolgenden Ereignissen des Isla Nubla-Vorfalls im Jahr 1993 verstört. Na, ist das böse. Lex war eine talentierte Programmiererin und Hackerin. Während des Stromausfalls konnte sie die Computersysteme so weit aktivieren, dass die Gruppe einen Hilferuf absetzen und die Sicherheitstüren schließen konnte. Yeah, das muss man erstmal können, wa? Und noch 5 Minuten, bis unsere Gäste tötungsfrei überlebt haben. Das schaffen wir doch, oder?
So lange gucken wir uns aus friedlicher Absicht die Parasaurolophus an, die wir uns alle bisher alle geschaffen haben. Sie mögen das Wasser, sie mögen das alles drum und dran. Wir machen mal einen Ortgenossen, der hat... Die haben jetzt Tiger, richtig. Die haben 0. Ich mach mal 0. Aber bisher hatten die ja Wüsten gehen. Ist doch so eine Wüste, ja? Ja, das sind die, die rot aussahen. Ja, das ist Standard. Ich verstehe das nicht. Aber schön sind sie trotzdem. Ich mag ihre Hörner. Ich mag, was sie sind. Und interessant ist auch, dass man Fossilien von Parasaurolophus gefunden hat, welche zeigen, dass der Parasaurolophus nicht von Anfang an so ein Horn hatte. Der hat sich erst im Laufe des Alters entwickelt. Ich mag die Laute von denen, ey. Ohne Scheiß. Keiner weiß, wie die die gemacht haben. Nur, dass das Horn dabei eine Rolle spielte. So. Wir werden uns auch ganz langsam verabschieden von dem heutigen Part. Für heute wird erstmal nichts mehr kommen. Aber es kommt ja fast jeden Tag was, denn ich habe die Parts alle schon im Voraus aufgenommen. Denn wenn ich diesen Part jetzt aufnehme, dann haben wir es 15.27 Uhr am 19.06.2018. Wenn das Video hochkommt, wird es wahrscheinlich noch später sein. Denn jetzt bin ich nämlich gerade bei YouTube zumindest im 13. Part, würde ich mal sagen. Ist vielleicht sogar ein bisschen höher schon. Und mein Videoschnittprogramm braucht auch ziemlich lange, um das zu aktualisieren mit diesen Mist. Was auch etwas Mist ist. Natürlich könnte ich die Dateien auch direkt vor Ort hochladen, aber das wäre dann zu viel, sagen wir mal, für nur eine Dreiviertelstunde. Ich meine, die kann man kaum hochladen, da braucht man 6 Stunden dafür. Für etwa 45 Minuten. Und das sind auch sehr viele Gigabyte. Deswegen reduziere ich die lieber erstmal runter. Die Originaldateien lösche ich. Oh, der Kopf. Und dann werde ich mich halt damit beschäftigen, das dann eben als schwächere Komponente, sozusagen etwas schwächere Komponente hochzuladen. Weniger MB, aber dennoch fast dieselbe Qualität. Und wie wir alle wissen, macht YouTube es sowieso ziemlich schwierig, alles in voller Qualität zu genießen, so wie wir es eigentlich hier direkt auf dem Computerscreen sehen kann. So wie ich diese Details hier zum Beispiel sehe, so sieht man das dann nicht im YouTube-Kanal. Was ich schade finde. Da wird nämlich sehr oft mit der Qualität rumgespielt. Die wird dann total verändert und so. Und das ist nicht das Gelbe vom Ei. So, in den letzten 10 Sekunden, wenn sich jetzt ein Sturm ankündigt, dann habe ich es trotzdem geschafft, weil die Raptoren brechen dann sowieso erst später aus. So. Wenn ihr also in dem Fall wissen wollt, wie es jetzt nach der Quest weitergeht und ob wir schon bei der nächsten Insel dann sind oder ob wir nochmal auf Isla Muerta nochmal... Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. ...halt machen,
Schaltet dann am besten beim nächsten Mal wieder ein. Dann werdet ihr natürlich alles wissen. Krass, der dort trinkt, ja. Auf jeden Fall abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen, wenn ihr noch mehr Dinosaurier wie den Parasaurolophus sehen wollt. Lasst einen Kommentar da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall wieder. Auf einmal habe ich so eine Art Reizhusten, das heißt, ich muss jetzt Schluss machen. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.